Also stabil ist ein Begriff, den ich jetzt dafür nicht unbedingt verwenden sollte, aber es hält gerade noch so. Ja, ich glaube, das ist die bessere Bezeichnung. Es hält gerade noch so. Und es schwankt wie blöd. Und ich muss schnell nach oben, bevor das Ding mir zusammenkracht. Und... ja. Sie sind wach. Wir sind wach. Und das Ding klebt. Und... nein. Ich muss irgendwie zünden. Nein. Okay. Habe ich noch genug Bälle, um darüber zu kommen? Ich glaube... ich hoffe es mal. Okay. Ich brauche ja die roten. Die anderen brennen gar nicht. So. Wir müssen nach oben. Aber... hör doch mal auf, dich zu drehen. Ich kann den einfach so anschließen. So. Jetzt hältst du hier fest. Okay. Okay, gut, das funktioniert noch. Boah. Aber kriege ich 4 Goobälle da hoch? Das Level stellt mir immer neue Rätsel. So. Perfekt ausnutzen. Es funktioniert. Es hat geklappt. Juhu. Wie geil. Oh. Puh. Also eins meiner absoluten... das Level ist super. Es ist super gemacht. Aber es ist beim ersten Mal so schwierig, beziehungsweise ich stelle mich so dumm an, dass ich da echt nicht drüber gekommen bin. Na gut. Das Feuer droht. Ein rätselhaftes Abenteuer. Noch mehr Bomben. Haftminen. Haftminen. Okay, ich muss da irgendwie rein. Also in der Fabrik ist eigentlich alles mögliche so mit diesen Brandteilen und so. Also ich muss das hier sprengen. Ich muss das hier sprengen. Und ich muss irgendwie hier rüber. Der Gestank brennt in den Augen. Gut, dass ich jetzt nicht hier bin. In dieser Müllkippe werden wohl der Müll und die Indizien der gesamten Insel untergebracht. Nach der Anhäufung zu schließen, wird bald ein neues Produkt auf den Markt gebracht. Der Schildermaler. Ja, das haben wir ja schon gehört. Produkt Z. Oder wie sie es beschrieben haben. Und noch eins. Diese Klippen sind sehr klebrig, nachdem sich jahrelang Müll angesammelt hat. Der Schildermaler. Gut. So. Das heißt aber auch, dass wir nicht nur das mit diesen explosiven Teilen hier rüberbringen müssen, sondern wir brauchen ja auch für den Rückweg noch die weißen. Okay, und die kann ich noch gar nicht bewegen. Die schlafen alle noch. Das heißt, wir müssen mehr oder weniger einen doppelten Weg bauen. Der sowohl mit weißen komplett abgedeckt ist, als auch mit den roten. Die ich ja dann irgendwie sprengen muss, damit das hier bis rüber kommt. Ich mach die weißen mal oben. Also immer schön abwechselnd. Und schön stabil möglichst. Und nicht darunter. Ich baue mal ein bisschen Stabilität rein. So. Okay, so. Noch mehr Stabilität. Dann wird es am Ende einfacher, das, die Teile zu zünden. Wow. Wir müssen eigentlich bloß darüber. Das klebt ja wohl. Oh, das funktioniert, ey. Ich weiß ja nicht. Ich hoffe es einfach mal. Wow. Ich könnte das hier oben noch ein bisschen befestigen. Wenn es hoch ist, so. So ist stabiler. Und so geht's besser. Und gut, dass die alle da links sind.
Wir kommen schon wieder hoch. Nein, ich brauche einen weißen. Und jetzt. Rüber? Nein, Moment. Boah, Entschuldigung, dass ich so wenig sage, aber ich bin hoch konzentriert. Ich denke, das merkt man mir auch an. Vielleicht so, vielleicht so. Vielleicht. Ja. Streben. Ja, ihr wisst, wie ich dazu stehe. Ja, na gut. Das muss nicht. Auch gleich wieder einen weißen. Nein, du roter und weißer. Nicht brennen. Oh, ihr seid wach, ihr seid... Und es fängt an zu brennen. Mist. Ich muss hier unten noch eine Strebe einführen. Oh. Vielleicht oben? Ach, Leute, das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Und das sieht gar nicht so schwer aus, bestimmt. Ach, du meine Güte. Ich stelle mich an wie der erste Mensch. Ich dachte, das Ding ist klebrig. Leute, hört auf, mich zu verarschen. Und das war's schon wieder. Und noch eins zurück. Da hätte ich ein rotes hin tun müssen. Hier irgendwo abstützen kann ich auch nicht. Das ist schlecht. Ach, das rutscht doch sofort weg. Mensch. Ich hoffe, ich habe mich nicht schon viel zu doll verbaut.